Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Don't Starve. Ja, ich bin bereit für ein neues Abenteuer und wir starten auch gleich mal mit einem neuen Spiel. Und abermals nehmen wir unseren lieben Mr. Wilson in der Standardwelt. Ja, hier alles auf Default. The Standard Don't Starve Experience. Alles wie gehabt und wir starten also gleich sofort in das Spiel. Ich bin wirklich gespannt, ob wir uns diesmal etwas länger halten können als bei der letzten Runde. Zumindest bin ich ein bisschen schlauer geworden, was das ganze Gameplay angeht. Zumindest halt wirklich minimal. Ja, wir sehen immer noch überhaupt nicht so gut aus. Und wir sollten unbedingt was zu essen finden. Und darauf werde ich mich in dieser Runde auch wesentlich mehr konzentrieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zunächst geht's einfach mal wieder an die Standardsachen hier. Einen Sapling und ein bisschen Gras pflücken. Alles, die ganze Natur auseinandernehmen, wie gehabt, wie wir das schon einmal gemacht haben. Puh. Hier gibt's zurzeit nicht allzu viel, finde ich. Na gut, ein paar Beeren. Sobald wir irgendwas zu essen finden, nehme ich das diesmal auf jeden Fall mit. Tja, und wie gesagt, also zum Beispiel, was hier diese geistige Gesundheit angeht, da wurde mir der Tipp gegeben, dass die auch relativ wichtig sein kann und dass wir dafür sorgen müssen, dass die auch möglichst oben bleibt, an sich ja auch klar. Und teilweise halt auch, wie man sich die ein bisschen erhalten kann, da habe ich auch ein, zwei Tipps bekommen. Ja, da bin ich halt mal gespannt, ob wir das auch so hinkriegen. Na, jetzt pflück doch mal das Gras hier. Ich sammle hier mal schnell das ganze Zeug ein. Und dann gehe ich mal zum kleinen Teich, den wir da unten gesehen haben. Denn, so einen Teich, den habe ich hier in der Welt noch gar nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, was man da machen kann auf jeden Fall. Ich versuche auch, möglichst wenig Zeit zu vertrödeln jetzt. Beziehungsweise ich hatte eigentlich auch beim letzten Mal das Gefühl zumindest, dass ich nicht allzu viel Zeit verloren habe. Oh, wir können den Grund dieses kleinen Teichs nicht sehen. Vielleicht ist der tiefer, als wir gedacht haben, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon irgendwie rein können. Naja, auf jeden Fall erstmal wieder pflücken wir uns hier durch die ganze Welt. Mhm. Diese Blumen hier, damit kann man sich erstaunlicherweise tatsächlich seine geistige Gesundheit wieder... Was ist das? Lass mich in Ruhe. Nein! Was bist du? Was bist du? Geh weg! Ich will doch gar nichts von dir. Boah, alles nur aggressive Mistviecher hier in der Welt. Naja, also das schauen wir uns mal nachher noch ein bisschen genauer an. Ich möchte jetzt hier auf jeden Fall erstmal das ganze Zeug sammeln. Boah, geh doch mal weg. Was auch immer das ist, die Dinger haben bestimmt auch irgendeinen Nutzen für uns. Denn ich denke mal, dass alles in dieser Welt hier irgendeinen Nutzen für uns hat. So, jetzt noch die Beeren pflücken hier. Auf jeden Fall, ich schau mal auf die Karte, wenn ich noch genau weiß, wie das geht. Da ist ein Nest, da können wir uns scheinbar auch irgendwelche Eier dann holen. Das werde ich dann mal versuchen, ein bisschen später. Erstmal heißt es hier die Nacht überleben. Und ja, auf jeden Fall hier noch ein paar Karotten pflücken. Die können wir immer gebrauchen. Und natürlich Beeren und hier alles, was wir finden können. Da sehen wir schon ein anderes Ufer, da kreuchen und fleuchen noch irgendwelche anderen Viecher rum. Boah, also bis ich mal durch dieses Spiel wirklich durchblicke, ich glaube, da wird noch ein klein wenig Zeit vergehen, muss ich ehrlich gestehen. Aber naja. So, bevor es jetzt hier ganz Nacht wird, sollte ich jetzt erstmal eine Axt bauen. Damit wir auch ein bisschen Holz kriegen für unser Lagerfeuer. Sonst sieht das nämlich ziemlich schlecht aus. Ja, wir müssen ein Feuer machen auf jeden Fall. Aber dazu fälle ich jetzt nochmal hier 1, 2, 3 kleine Bäumchen, wenn es geht.
Ich habe nämlich nicht unbedingt Lust, hier nur mit einer Fackel durch die Nacht zu rennen. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Das dürfte jetzt nicht das größte Problem sein. Nein, die möchte ich noch nicht pflücken. Ich möchte hier diesen Holzscheit aufnehmen. Ach ja, wie die Schläge der Axt durch diesen kleinen Wald hallen. Finde ich auch ganz neckisch gemacht eigentlich. So, ja, noch ein bisschen. Ach komm, einen Baum kriegen wir noch und dann pflanzen wir uns hier einfach mal hin. Für die Nacht. Und am nächsten Morgen, ja, muss ich mal sehen, dass wir uns vielleicht die ersten Fallen schon bauen, dass wir die ersten Kaninchen quasi uns fangen können, um ein bisschen, ja, besseres Essen zu kriegen. Und auch da habe ich einen Tipp bekommen, wie man das eventuell ein bisschen schlauer angehen kann. Aber dazu dann später mehr. So, jetzt bauen wir uns erstmal hier unser kleines, schönes Campfire hin. Und solange wir hier noch keine finstere Nacht haben, haue ich dann doch nochmal die Bäume um. So. Oh, da ist mir die Axt auseinandergeflogen. Und wir haben keinen Stein mehr. Scheiße. Ja, Steine. Puh, Steine gab es hier wirklich recht wenig. Aber was soll's? Ich meine, ja, wir müssen jetzt erstmal diese Nacht hier überleben und dann können wir immer noch weitersehen. Ich hau erstmal noch hier so ein Holzteil rein. Und dann schauen wir mal, was können wir denn hier sciencen? Das können wir noch gar nichts machen. Wir können uns, ja, naja, gut, wir könnten uns hier so eine Graskleidung machen. Ansonsten, ja, eine Falle können wir doch schon mal bauen. Und da baue ich nicht nur eine, sondern dann baue ich auch gleich mal zwei. Erstens verbrauchen die sich schließlich und zweitens kann man mit zwei Fallen auch gleichzeitig zwei Tiere fangen. Und das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Die sieht nämlich auch auf nichts verkommen lassen hier. Ja, und jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns hier die Karotten machen. Und erstmal schön reinmampfen das ganze Zeug. Ein paar Beeren hier noch. So, und da sieht der Magen doch schon gleich wieder gut aus. Was das hier sein? World One? Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, was das hier eigentlich sein soll da oben. Ja, das werden wir dann noch sehen. Aber erstmal, die Nacht ist noch ruhig. Das freut mich wirklich sehr. Da oben gibt es noch ein bisschen Gras. Ey, brauche ein bisschen Gras. Tja, und dann, wie gesagt, da unten möchte ich mich auf jeden Fall umschauen. Da gibt's Steine. Vielleicht gibt's dann da auch, ja, halt so lose Steine, die man schon mal nehmen kann, um uns eine Spitzhacke zu bauen. Das dürfte uns dann doch schon sehr weiterhelfen. Was war das für ein Geräusch? Oh, die Nacht ist finster. Und seltsame Geräusche gehen hier um. Aber ich bleibe hier stur im Fackelschein, auch wenn das Feuer sehr klein ist. Die Nacht ist aber auch gleich um. Ja, brauchen wir gar nicht. Die Nacht ist gleich um und dann haben wir es auch schon überstanden. Da packe ich jetzt nicht noch mehr rein. Na, noch einen kleinen Augenblick. Und... Na... Haha, gucke mal, genau abgepasst. Der Tag bricht an und wir machen uns jetzt sofort auf den Weg. Mal hier unten zu dieser... Huch, er speichert. Zu dieser komischen Kreatur. Die möchte ich mir hier mal genauer ansehen. Guck mal hier. Ein leeres Nest. Ja, 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 die wollen uns alle auch irgendwie was. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir dann an die Eier genau rankommen. Aber es gibt ja auch keine losen Steine, das ist ja ein Scheiß. Aber immerhin gibt es hier recht viele von den Viechern. Das heißt, wenn wir erstmal wissen, wie wir an die Eier kommen, dann, ja, dann geht's richtig los, würde ich mal sagen. Warum gibt es hier denn keinen losen Stein? Das ist doch echt scheiße.
Ach, ey, schon der halbe Tag wieder hier. Ah, schön. Ein Stein. Was brauchen wir denn für so eine Spitzhacke? Hä? Waren das jetzt Seeds, die ich aufgenommen habe? Nee, Rocks. Waren Steine, aber scheinbar brauchen wir andere Steine. Na. Hier sowas. Flint. Ach, wir brauchen Feuersteine. Und davon noch einen. Sehr schön. Ja, nun nimm auf. Und hier noch sehr geil. Und dann können wir uns nämlich erstmal hier eine Spitzhacke bauen. Und mit dieser Spitzhacke kloppe ich erstmal da die paar Steine kaputt. Ich würde sagen, für heute haben wir noch genug Essen in der Tasche. Hier die Seeds auf jeden Fall noch mitnehmen. Sodass wir uns jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen mehr um die Ressourcen kümmern können. Hier, zack, Rocks und das. Weil hier gibt es nämlich auch immer Flint und das ist doch schon mal super, weil damit können wir uns dann halt die nächsten Sachen bauen. Beziehungsweise halt die nächsten Spitzhacken und Äxte. Ansonsten kann man nie genug Stein haben. Vielleicht können wir uns ja irgendwann auch ein schickes Häuschen aus Stein bauen. Und dann bauen wir da quasi eine feste Basis dann auf. Das wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Ich denke mal, irgendwie sowas in der Richtung wird es auch geben. Ich hatte doch letzten Tag, hatte ich hier noch irgendwo diese Hasenlöcher gesehen. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Irgendwo hier in dem Bereich war das. Da schaue ich mal eben nach, weil dann können wir hier schon mal eine Falle aufstellen. Na? Ich hab doch hier diese komischen... Ach, lass mich doch in Ruhe. Bist doch eh nicht schnell genug. Da ist ein Hase, da ist ein Hase. Ein Hase. Und da bauen wir gleich mal eine Falle hin. Ne, ich nehme die nochmal. Wir packen die mal ein bisschen besser hier hin. So, und dann... So, geh mal in den... hier rein. Und vielleicht Scheiße, jetzt hat er die Samen weggefressen. Und vielleicht eventuell, wenn er wieder rauskommt, haben wir dann, ja, ein gefangenes Kaninchen. Dann brauchen wir eventuell auch gar keinen Köder. Das war nämlich einer dieser Tipps, die ich erhalten habe. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht traut er sich ja noch raus. Wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Denn bald dunkelt es schon wieder. Oha, oha, oha. So, ja, das... Hier, komm, alles mal mitnehmen. Ein Goldnugget haben wir. Und ich würde sagen... Wir bauen uns dann vielleicht hier, vielleicht... ich schaue noch mal kurz. Ja, hier so um den Dreh, da können wir bestimmt uns jetzt was aufbauen, einfach mal. Und zwar natürlich zunächst einmal... Haben wir noch Zeit genug, würde ich sagen. Das heißt, ja, wir bauen uns erstmal noch eine Axt. Und mit dieser Axt hauen wir erstmal noch ein paar Bäume klein. Wie gesagt, genug zu essen haben wir heute noch. Das ist alles gar kein Problem. Nur halt für die nächsten Tage. Da bin ich halt wirklich mal gespannt, wie wir da noch an Nahrung kommen. Es wird ja dann natürlich auch eng. Also ich muss echt schauen, wie wir an die Eier kommen. Und wie die halt legen. Das weiß ich halt auch noch gar nicht. Fire Pit. Ach, guck mal, fürs Campfire fehlt uns Gras, aber wir können jetzt hier eine schön große Fire Pit bauen. Weiß ich nicht so recht. Ich würde sagen, wir schnappen uns lieber erstmal noch ein bisschen Gras und bauen uns nochmal ein normales Lagerfeuer auf. Ist dann noch nicht ganz so ressourcenverschwenderisch, denn für die Fire Pits, da braucht man so viel von den Steinen und... Da haben wir auch noch nicht, da haben wir nicht so viele davon. Ja, okay, wir haben eine ganze Menge davon. Stimmt eigentlich, wir könnten uns auch eine Fire Pit bauen. Aber ich würde sagen, das überlegen wir uns dann mal morgen etwas genauer. So. Zack, ein Log rein, das reicht dann für die Nacht, wie wir wissen, wie wir gemerkt haben. Kann man die auch kochen? Gekochte Beeren? Roasted Berries. Oh, das bringt ja ordentlich zurück. So, die normalen bringen 9 Punkte zurück. Und die gekochten, das probiere ich jetzt mal.
Ne, 88. 100, die bringen 12 zurück. Na, wunderbar, dann kochen wir die doch auf jeden Fall mal. Bevor wir die jetzt nämlich roh alle wegessen. So, das geht dem Magen, da geht's dem Magen noch wieder gut. Und diese Vögel, die kann man auch irgendwie fangen. Irgendwie ging das. Ich glaube, ich stelle hier einfach mal eine Trap hin. Und dann packe ich da mal Seeds. So, dann packe ich da mal Seeds hin. Und dann schaue ich mal, ob da nicht ein Vogel sich hin verirrt. Ja, jetzt können wir natürlich wieder nur warten. Es wird wieder Nacht. Ich glaube... Mist. Ich glaube, das interessiert die Vögel nicht so wirklich. Aber naja, wie geht's unserem Geist? 188. Da kann ich ja... 187. Ich pflück mal eine Blume. Pam. 192. Ja doch, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und die Blume, die gerade gepflückte, die zack, packen wir einfach mal hier rein und verbrennen die. Für mehr weiß ich gar nicht, ob die überhaupt für mehr gut ist. So, und jetzt packen wir uns hier nochmal eine Science Machine hin. Pam! Und jetzt können wir mal schauen, was wir hier alles machen können. Food, eine Basic Farm, da haben wir noch keine Kaki-Häufchen. Eine B-Box... Dry, boah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Crockpot, make better food. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was das sein soll. Auf jeden Fall wäre es natürlich schön, wenn wir hier so ein paar Viecher finden würden, die so Kackihäufchen hinterlassen. Denn damit könnte man echt mal eine schöne Farm bauen, mit der wir dann uns eigene Pflanzen anbauen könnten. Aber naja, schauen wir mal. Hiervon brauchen wir echt noch gar nichts, glaube ich. Fight Structures. Was können wir denn machen? Eine Kiste? Ein Sign? Wie kommen wir denn überhaupt an die Boards? Das würde mich mal interessieren. Eine Holzwand. Oh Mann, ich habe das ja schon seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ah, hier kann man aus Boards... hier kann man also aus... Aus vier solchen Holzscheiten kann man also ein Brett machen. Das ist natürlich überhaupt nicht verschwenderisch. Hallo? Was ist das denn? Der hat die Samen gefressen und das war's? Hm, ich nehme die Asche mal mit. Die Asche kann man auch gut gebrauchen. Und zwar für Heiltränke. Tja, shit, also so langsam weiß ich auch nicht mehr. So, mal gucken, hier ist immer noch nichts drin. Wie kommt man hier an Eier? Ach, guck mal hier, ein Speicherpunkt. Ey, lass mich in Ruhe. Ich will zum Speicherpunkt. Mann, du dummes Tier. Aha. So, falls wir also sterben, haben wir noch eine zweite Chance. Und das finde ich auch ziemlich gut, denn mir gefällt diese Welt hier eigentlich schon, wie wir sie jetzt bisher vorgefunden haben. Aber so langsam müssen wir uns wirklich ein bisschen mehr ums Essen Sorgen machen. Und ja, ich befürchte, wir finden zurzeit recht wenig. Ich pflücke jetzt zwar noch ein paar Zweige, aber... Davon haben wir jetzt eigentlich genug. Ich werde die jetzt auch erstmal lassen. Nein, in das Wurmloch möchte ich jetzt nicht rein. Da haben wir jetzt nicht allzu gute Erfahrungen mitgemacht das letzte Mal. So, hier waren wir schon. Ich schaue mal ein bisschen weiter unten, ob uns da noch irgendwas erwartet. Und vor allen Dingen, was man da noch so machen kann. Ach ja, immer natürlich schöne Waldgebiete. Und von diesen Viechern, die sind auch da. Da sind Eier. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Kommt mal her. Kommt mal her. Ja, super. Super. Aua, nein. Du solltest mich doch nicht erwischen. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, ich versuche die mal ein bisschen abzulenken. Ach, shit, ey. Warum sind diese ganzen Viecher... Tschüss, liebe Welt.
Warum sind die ganzen Viecher nur so aggressiv? Das ist doch echt nicht normal. Och Mensch. Tja, das war also die nächste Runde an von Don't Starve. Leider genauso wenig erfolgreich wie die letzte, aber hey, ich werde noch dazu lernen, ich werde mir noch mehr Tipps holen und das nächste Mal gehe ich auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Strategie an die Sache, das kann ich euch versprechen. Und ja, das heißt also, wir sehen uns hoffentlich dann bei der nächsten Runde Don't Starve. Für jetzt ist erstmal wieder Schluss und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!